ich bin dann muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Alles ist, alles ist. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Auf Schloss Einstein war mal wieder viel los. Valentin war schlecht drauf. Er wollte unbedingt auf eine Kunstschule gehen, aber es hagelte nur Absagen. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben mit der Bewerbungsmappe. Tessa hatte sich bei einem Autorenwettbewerb angemeldet. Vielleicht wäre da eine Schule mit Schwerpunkt Literatur das Richtige für dich. Bei genau so einer Schule habe ich mich gerade um Stipendien beworben. Sie hatte den Wettbewerb wirklich gewonnen. Ich kann an so eine Schule gehen nach Hamburg. Die bietet spezielle Kurse für kreatives Schreiben an. Toll, oder? Ja, total toll. Du haust ab und ich kann sehen, wo ich bleibe. René hatte seine Nachprüfung bestanden, aber Dr. Wolfert war ihm auf den Fersen. Du hast mich doch im Lehrerzimmer belauscht. Gib es zu. Emma wollte René aus dem Schlamassel raushelfen. Ich rede mit Haller. Und was willst du dem erzählen? Dass Wölfchen René schon die ganze Zeit ungerecht behandelt. René wollte seinen Betrug zugeben, aber Emma hatte schon alle mobilisiert. Wir streiken. Und wir hören erst auf, wenn sie René seine verdiente 2 in der Nachprüfung geben. Ich hoffe nur, wir machen uns deinetwegen nicht zum Klops. So schön ist es hier wirklich. Ja, ich dachte, schon an zu labern. Das wird ein Nachspiel für euch haben, worauf ihr euch verlassen könnt. Sie müssen uns erstmal beweisen, dass René wirklich abgehört hat. Euch muss ich gar nichts beweisen. Seit René in unserer Klasse ist, hacken sie nur auf ihm rum. Wir lassen nicht zu, dass sie ihn weiterhin so mies behandeln. Ihr schwänzt einfach nur den Unterricht und dafür werdet ihr zur Rechenschaft gezogen. Und zwar jeder einzelne von euch. Der tickt ja wohl nicht richtig. Ja, und wenn doch? Ja, was wenn doch? Hast du jetzt das Lehrerzimmer abgehört oder nicht? Wieso fragst du? Ist ja wohl mein gutes Recht, es zu wissen, oder? Du hörst dich schon an wie Wolfert. Ja, aber wenn ich einen Eintrag kassiere, dann darf ich auch mal nachfragen. Ich hab dich darum ja nicht gebeten. Na und jetzt? Nichts. Wie nichts? Emma hat dich mit dieser Scheißaktion gerade voll reingeritten. Die Wahrheit kann ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr sagen. Gerade jetzt. Wenn du wartest, wird's nur noch schlimmer. Also. Dieser Stallbursche hat die Pferde schon auf die Rampe geführt. Die Rampe vom Laster? Natürlich, mit dem dann die Pferde entführt werden sollen. Und dann? Dann fährt der Laster los? Kommt die coolste Tierpflegerin der Welt, Charlotte Hauke. Ach so, klar. Mensch, so wird das nicht mit unserer Buchserie. Kannst du dich nicht ein bisschen freuen? Schließlich hast du ein Stipendium. Valentin nimmt's ganz schön schwer. Ach, bitte nicht. Nee, du freust dich jetzt nicht. Auf die berühmte Autorin Tessa Rindfleisch. Auf die coolste Tierpflegerin Charlie Hauke. Schon besser. Musst du eigentlich in deinen Literaturkursen eigentlich noch Arbeiten schreiben? Ich denke mal, die werden unsere Geschichten benoten. Ich finde das echt klasse, dass du das machst. Wenn Valentin bloß auch eine Zusage hätte. Ach, kriegt er schon noch. Warum ist diese Schule bloß in Hamburg? Hamburg ist doch eine schöne Stadt. Besser als Bottrop. Ja, schon. Sag jetzt nicht mehr Valentin. Ich kann mir einfach keine Schule ohne ihn vorstellen. Vielleicht. Was? Tessa, du willst doch nicht wegen Valentin auf dein Stipendium verzichten, oder? Auf gar keinen Fall. Herr Pasulke? Ist ja nicht zu fassen. Absoluter Rekord. Wollten Sie nicht? Wie? Das Faxgerät, ja, das funktioniert wieder. Und das da? Ah ja, ich bereite mich auf meinen Tauchurlaub in Ägypten vor. So lange konnte ich die Luft noch nie anhalten. Und das habe ich nur Ihren Fischen zu verdanken. Meinen Fischen? Ich verstehe nicht ganz. Ja, müssen Sie auch mal probieren. Schauen Sie mal, wie gelassen der schwimmt. Das beruhigt. Das beruhigt ungemein. Da vergisst man fast zu atmen. Passen Sie nur auf, noch haben Sie keine Kiemen.
Herr Kiem noch nicht, aber eine professionelle Ausrüstung und die muss ich jetzt nur noch testen. Dass ich fast immer die Ruhe behalte, habe ich auch euch zu verdanken. Ach, hier bist du. Hallo. Hast du Tomaten auf den Ohren? Sieh ich so aus? Du verhältst dich zumindest so. Valentin, jetzt renne ich schon wieder weg. Weißt du, du hast diesen Wettbewerb gewonnen und machst jetzt die Fliege. Darüber brauchen wir gar nicht weiter reden. Wenn ich gewusst hätte, dass dich das so runterzieht, dann hätte ich dir das nicht erzählt. Ja toll, dann hätte ich es halt später erfahren. Mann, Valentin, du kriegst auch noch eine Zusage. Du musst dich nur gedulden. Danke, Mutti. Hast du noch so einen Spruch auf Lager? Ich mein's ernst. Du hast dich 3-mal beworben. Manche Leute bewerben sich 10-mal, bis es endlich klappt. Ja, schön für diese Leute. Die haben im Gegensatz zu mir wahrscheinlich auch was drauf. Erzähl nicht so einen Mist. Du hast großes Talent und das weißt du. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass keine Kunstschule mich haben will und du mich auch nicht. Das stimmt nicht und das weißt du auch. Nein, nein. Nein, nicht, nicht. Och, bitte. Nein. Ich brauche ein schönes Abschiedsfoto von Ihnen. Aufhören. Und Sie haben wirklich noch keine richtigen Pläne? Ach, ich werde mal schauen, was so kommt. Habe ich bisher immer gemacht. Das Schicksal wird mich schon an den richtigen Ort führen. So bin ich schließlich auch hierher gekommen. War ich jetzt schon fast 7 Jahre hier. Ja. Was ist hier los? Was macht denn Heinz da in dem Bottich? Herr Pasulke? Heinz? Was machst du denn da? Was ist denn los? Hast du uns jetzt einen Schreck angejagt, weißt du? Ach so, ihr dachtet, ich will mich in dem Bottich ersäufen, was? Ja, mit Absicht bestimmt nicht. Fabelhaft, das Ding absolut dicht. Wollt ihr auch mal? Nee, nee, danke. Lassen Sie sich bei Ihrem neuen Sport mal nicht stören. Viel Spaß noch. Ja. Wir gehen zu Stolberg und sagen ihm die Wahrheit. René, c'est moi. Salut, Papa. Alors, wie ist es gelaufen? Tu m'entends? Ich will wissen, ob du deine mündliche Prüfung bestanden hast. Ja, nein, also es müsste eigentlich eine 2 sein. Wie müsste? Naja, ich habe fast alles gewusst, nur mein Lehrer. René! Die beraten sich noch. Dr. Wolfert und... Sag mir sofort, was los ist! Du zu... Was war denn? Das mit Stolbecker zu vergessen. Warum denn jetzt plötzlich? Deswegen. Wenn das mit der Lauschnummer auffliegt, dann bin ich bei ihm völlig unten durch. Und was ist mit deiner Mutter? Die kannst du vergessen. Die hat genug mit ihrem neuen Lover zu tun. Haben Sie denn nun einen handfesten Beweis für Ihre Theorie, dass René das Lehrerzimmer abgehört hat, ja oder nein? Geben Sie mir doch bitte noch etwas Zeit. Nein, tut mir leid, so geht's nicht weiter. Emma ist mit ihrer Aktion eindeutig zu weit gegangen. Natürlich. Und Streik ist sicher keine Lösung. Ja, das will ich wohl meinen. Aber das Motiv der Schüler kann ich nachvollziehen. Sie fühlen sich in ihrem Gerechtigkeitssinn verletzt. Und das wollen wir hier doch wohl fördern. Und Sie untergraben es mit Ihren Einträgen. Das muss ist jetzt ja wohl so eine komplette Unterstellung. Aber ich bitte Sie, wo soll denn das hinführen? Ein Lehrer klopft die Wände ab, eine Klasse tritt in Streik. Gut, die Sache ist erledigt. René wird noch mal geprüft. Himmel.
Mädchen, was machst denn du da? Hör auf damit! Bist du jetzt völlig durchgedreht? Das interessiert doch sowieso keine Sau mehr. Und mich auch nicht. Das ist die Arbeit von... Von genau 4 Jahren, wenn du es wissen willst. Ich fass es nicht. Wie kann man nur so schnell aufgeben? Mein Vater hat recht. Bei mir läuft immer die gleiche Scheiße. Immer mache ich es mir zu einfach. Ich kann mich aber nicht anstrengen und deswegen kann er mich nicht leiden. Und wenn ich vom Einstein fliege, dann soll ich mir ganz schnell mein eigenes Geld verdienen und mit 16 mir eine eigene Bude suchen. Hör mal. Das, was dein Vater von dir denkt, das ist doch totaler Quatsch. Ach ja? Ja. Zum Schluss hast du doch wirklich voll gebüffelt. Aber gebracht? Nichts aber. Du hast wirklich alles gegeben. Du bist... Also... Ich finde dich toll. Und das darfst du niemals vergessen. Oh Mann, hier seid ihr. Es gibt super gute Nachrichten. Herr Dr. Wolfert hat aufgegeben. Alle Einträge werden gestrichen. Und das Beste ist, du darfst die Prüfung wiederholen. Ja, was steht hier noch so trübsinnig herum? Du darfst dich ruhig mal bedanken. Es ist alles ganz anders. Wie jetzt? Ich muss euch was sagen. Wolfert hat recht. Ich habe das Lehrerzimmer wirklich abgehört. Was? Hey, Mr. Selbstmitleid. Hast du ein Problem? Nö, aber du anscheinend. Nicht mal in Ruhe Mittagessen kann man. Lecker. Übrigens, Tessa hat deine Bilder aus dem Müll gerettet. Wie jetzt? Na, sie hat sie für dich im Proberaum geparkt. Ja, das hätte sie sich sparen können. Wie kann man sich bloß so hängen lassen? Für seine Ziele muss man kämpfen. Sag mal, willst du mir jetzt auch so eine hässliche Moralpredigt halten? Willst du wirklich wissen, was ich will? Dass du Tessa kein schlechtes Gewissen machst, nur weil du gerade Pech hast. Das ist nämlich total mies. Mach ich doch gar nicht. Und warum freust du dich dann nicht für Tessa? Ich freue mich doch für sie. Angenommen, du hättest die Zusage bekommen. Du würdest natürlich wegen Tessa darauf verzichten und hierbleiben. Stimmt's? Leck mich. Du bist sowas von selbstgefällig. Ich weiß echt nicht, was Tessa in dir findet. Das ist der. Nicht zu fassen. Und von hier drinnen hört man die Stimme aus dem Lehrerzimmer. Und wie hast du das entdeckt? Ich bin zufällig an den Haken gekommen. Und dann hat sich die Tür geöffnet und ich habe aus Neugier reingeschaut. Ich muss Herrn Pasulke beauftragen, den Mechanismus zu sperren. So, du hast also zufällig die Stimme der Lehrer gehört und dich dann entschlossen, den Gang für deine Zwecke nutzbar zu machen. Naja, was das für deine Geschichtsnote bedeutet, ist dir sicher klar. Sag mal, René, wer hat denn sonst noch von diesem Gang gewusst? Du bist doch sicher nicht der Einzige. Doch. Es war ganz allein mein Geheimnis. Dass du uns jetzt die Wahrheit sagst, obwohl du ja sozusagen schon freigesprochen warst, ehrt dich, René. Respekt. Und bei Ihnen, lieber Wolfert, muss ich mich dann wohl entschuldigen. Ja, ich auch. Bitte.
Entschuldigung. Was denn? Herr Posulke! Hat man denn nirgendwo seine Ruhe? Wir wollten Sie nicht erschrecken. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Nee, in Ägypten muss ich auch alleine klarkommen. In Ägypten? Ja, ich habe da einen Tauchkurs gebucht. Und jetzt wollte ich nur kurz vorher mal meine Ausrüstung testen. Coole Idee. Und cooler Anzug. Und, was gibt's da zu glotzen? Um ehrlich zu sein, sehen Sie aus wie ein Würstchen in Strumpfhosen. Wie bitte? Also verarscht kann ich alleine. Ja, verdammt. Und grüßen Sie die Fische von mir. Wiedersehen und gut Luft, Herr Posulke. So eine miese Ratte. Ich wusste gleich, dass da irgendwas nicht stimmt. Das hätte ich echt nicht von René gedacht. Er hat uns alle voll verarscht. Und jetzt tut er auch noch so, als wäre er voll der Held. Emma, sag doch auch mal was. Ach, lass die reden. Das, was du vorhin gemacht hast, war wirklich mutig. Du hast alle einen Eintrag bekommen. Ja, dieser dumme Feigling hat noch nicht mal einen Ton gesagt. Hey, wie wär's mit einem Ausflug nach Potsdam? So zur Abwechslung. Bonne idée, ma belle. Aber vorher muss ich noch was erledigen. Richtig, richtig. Hallo, er hat einfach mal riskiert. René hat doch alles zugegeben. Was wollt ihr eigentlich noch? Ach, vergiss es. Es ist alles meine Schuld. Ich habe René zu dieser Abhöraktion angestiftet. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Du hast uns zu diesem blöden Streik angestachelt, obwohl du genau wusstest, dass... Ja, genau. Das ist ja wie einer billigen Soap. Oberlink, kann ich nur sagen. Kommt, lasst uns gehen. Moment. Ich find's nicht okay, wie ihr alle auf Emma rumhackt. Ach, aber uns für blöd zu verkaufen ist okay, oder was? Sie wollte mir doch nur helfen. Tolle Hilfe! Vor allem auf unsere Kosten. Regt euch doch mal ab, Wölfin hat doch die ganzen Einträge zurückgenommen. Mann, ja, voll der Egoismus. Ich find's übrigens toll, wie du dich für mich eingesetzt hast. Weißt du, wovor ich den größten Horror habe? Nee. Mit meinem Alten wieder zusammenzuwohnen. Dann musst du einfach mal mit ihm reden. Wonach suchst du eigentlich? Merde! Das ist doch... Hast du? Ja, ich habe deinen Vater angerufen und ihn herbestellt. Sag mal, bist du total verrückt geworden, Sue Birnbaum? Aber ich will dir doch nur helfen. Ja, so ganz bestimmt nicht. Was soll ich ihm denn sagen? Ja, was du wirklich gelernt hast und deinen Fehler selber eingestanden hast. Vergiss es. Er soll aber sehen, wie du wirklich bist. Komm schon. Geh zu ihm hin und red mit ihm. Ja.
werde seekrank. Weichei. Hör auf. Okay, dann ankern wir ihn jetzt hier. Dann kann ich endlich angeln. Willst du auch? Nee, danke. Das ist nichts für mich. Bin mal gespannt, was du alles so rausholst. Oh nein! Hör auf, du verscheuchst mir die ganzen Fische. Mein Schlüsselbund ist reingefallen. Oh oh. Was soll ich denn jetzt machen? Ich glaub, Dick hat es vergessen. Ist euch ein Würstchen ins Wasser gefallen? Salut. Du? Warum rufst du mich nicht selbst an, sondern diese... Es war ihre Idee. Da bin ich aber gespannt. Mitten am Tag. Ich hatte keine Ahnung. Pardon? Weißt du, wie viel Arbeit ich habe? J'ai pas que ça à faire, moi, René, ja? Ich hab doch schon gesagt, ich wusste nichts davon. Alors cette urgence, c'est quoi? Ich werde dieses Jahr nicht versetzt. Wegen der 6 in Geschichte. Ich habe das Lehrerzimmer abgehört. Du hast was? Mais t'es un nul à l'école et en plus tu te fous de ma poire. Du strengst dich dann fahr nicht an. Glaubst du, dass du so weiterkommst im Leben? Aber jetzt reicht's mir, René. Aber ich habe wirklich gelernt. Dir ist doch alles egal. Wofür stehe ich eigentlich in der Küche? Hä? Um zu trinken. Was? Was hast du gesagt? Na was, es stimmt doch. Ich arbeite so hart, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Stimmt. Du hast dir so doll Mühe gegeben, vor allem seitdem Mama abgehauen ist. Was weißt du denn davon, ne? Aber dir ist alles egal. Ich habe wenigstens noch Ziele, ja? Das sehe ich. Weißt du was? Es ist mir egal, was du von mir hältst. René, du bleibst hier! Kein Paar Sorge zu sehen. Alles ist trüb. Aber so lange kann man doch nicht die Luft anhalten. Ja, er hat auch keine Pressluftflasche mitgenommen. Und was machen wir, wenn er gar nicht mehr hochkommt? Na, selber reinspringen natürlich. Wir haben richtig Sorgen um sie gemacht. Bravo! Schön festhalten. Vielen lieben Dank, Herr Pasulke. Ach was, das war ein ganz gutes Training für mich. Die Tiefsee kann kommen. Ach, und nochmals Entschuldigung für... Ja? Kann ich mich noch irgendwie revanchieren? Ja, du könntest dich am Tag der offenen Tür um die Würstchen kümmern. Jetzt renn doch mal nicht so. Hast du deinem Vater alles gesagt? Weißt du was? Der kann mich mal, mit dem rede ich kein Wort mehr. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein? Vanessa. Vanessa, ciao. Na, dann zeig mir mal euer Schloss. Also erstmal kannst du dich ja nützlich machen. Erstens bin ich nicht zum Putzen hier und zweitens will ich mir meine Sachen nicht versauen. Hier, den kannst du anziehen. Aus welchem Mülleimer hast du den denn gefischt? Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.